Ich wünsche einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe DAX Trading für Vielbeschäftigte mit Thomas Hartmann. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Freue mich sehr, dass Thomas für uns wieder die Zeit gefunden hat und natürlich, dass Sie heute Morgen live dabei sind. Bevor ich den Bildschirm an den Thomas übergebe, müssen wir immer kurz den Risikohinweis besprechen. Denn wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig von Inhalt heute müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen dieses Event nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Das ist ganz wichtig. Ja? Okay, dann, lieber Thomas, übergebe ich sehr gerne den Bildschirm. Wünsche viel Erfolg und viel Spaß. Vielen Dank, Nelson. Guten Morgen, liebe Teilnehmer. Freue mich, dass Sie hier sind. Und wir wollen gar keine große Zeit verlieren, denn wir wollen gleich mal gucken, was denn hier beim DAX passiert ist. Denn tatsächlich, der ein oder andere wird es gestern mitbekommen haben. Es ist sehr viel passiert. So, ich hoffe, der Bildschirm ist jetzt geteilt, müsste jetzt geteilt sein. Genau, wunderbar. Okay, ich probiere hier gerade noch. Jetzt hat es mir natürlich meine Analyse in dem Sinne zerrissen, dass es ja nicht mehr der DAX 30 ist, sondern jetzt natürlich der DE40 oder wie auch immer der jetzt bei anderen dort benannt wird. Muss ich mal meine Analyse dort rüber kopieren. Und natürlich hängt das. Okay. Also das probiere ich jetzt gerade hier noch nebenher zu machen. Vielleicht gerade die ein oder andere Meldung. Wie hat denn das gestern? Waren Sie am Trading? Waren Sie beim Traden gestern? Oder haben Sie nichts gemacht? Aber noch ganz interessant. Hat es gestern bei Ihnen gut geklappt? Hat es überhaupt nicht geklappt? In der Zeit tue ich mal schnell meine Analyse hier übertragen. Das müsste so funktionieren. Na, okay. Okay, gleich nochmal. Warum schlägt es denn hier fehl? Große Frage. Ja, das ist halt, wenn es live ist und wenn es halt nicht mit dieser Verzögerung jetzt hier, weil ich ja nur im Future unterwegs bin. Aber sei es drum, lassen wir es jetzt so, wie es ist. Wir gehen direkt in den Future rein und dann haben wir das ja zusammen. Genau. Also, wir gucken uns den Future an. Übergeordnet, Sie sehen hier, das Konto ist startklar. Ist jetzt auch ein bisschen höher kapitalisiert und wir haben jetzt hier 115.000 Euro drauf. Das ist ein Echtgeldkonto. Und ja, wenn wir schauen, ob wir da ein bisschen was dazu verdienen können. Ja, gestern fand ich es extrem schwierig. Tatsächlich, also mit dieser deutlichen Abwärtsbewegung hätte ich in der Form jetzt so nicht gerechnet. Dementsprechend hieß es dann Schadensbegrenzung. Und die derzeitige Aufwärtsbewegung, ich analysiere das gerne mit Ihnen zusammen, denn die große Analyse habe ich ja jetzt in dem anderen drin, brauche ich aber gar nicht, weil wir jetzt eh in einem Bereich angekommen sind, wo wir kurzfristig uns neue Unterstützung und Widerstände suchen müssen. Und tatsächlich, liebe Teilnehmer, wir sehen es ganz schnell, wir sind hier im Tagesstart, das ist der DAX Future Dezember 2021, das ist auch direkt der große. Und so wie man das dann jetzt ganz normal analysieren würde, Widerstände, Unterstützung erstmal ausfindig machen. Ja, das ist das Simpelste, was man tun kann. Und jetzt sehen wir, aha, okay, wir sind schon wieder bei diesen 15.000. Da waren wir schon mal im Juli 2021. Okay, und jetzt sind wir hier wieder drauf geditscht. Heute ist Dienstag, Turnaround Tuesday, wie man das ja so oft mitbekommt. Wie es so oft gesagt wird, Frage, dreht es heute denn wirklich?
Ja, das müssen wir dann mal schauen, ob das denn passieren wird. Und das ist übergeordnet erstmal die Situation. Natürlich haben wir hier einen breiten Unterstützungswiderstandsbereich, der jetzt aber erstmal nach unten verlassen worden ist. Und diesmal steige ich auch ganz anders ein, liebe Teilnehmer, wie beim letzten Mal. Da bin ich direkt auf meine Person drauf eingegangen. Heute machen wir es ein bisschen anders da. Heute ist Schwerpunkt tatsächlich die Analyse, die Vorbereitung auf die Eröffnung in 10 Minuten, denn wir haben genug Schwankungsbreite gesehen. Das hatten wir beim letzten Mal nicht so. Deswegen kann man da ein bisschen, sag mal, laxer in so eine Eröffnung reinspringen, weil keine größere Bewegung zu erwarten war. Und tatsächlich ist ja zur Bewegung, zur Eröffnung nicht viel passiert. Jetzt ist die Situation eben anders da. Und deswegen können wir das jetzt hier mal zusammen durchgehen, wie man morgens da dran gehen sollte. Also, wir haben hier oben unseren größeren Widerstandsbereich, wir haben unten unseren Unterstützungsbereich. Gestern Abend, wie so oft, wurde er mal wieder angelaufen. Ja, das war 21 Uhr und dann die letzte Stunde, die Power Hour, hatte es mal wieder in sich. Und er hat sich dann doch besonnen, dass das ja ein super Long-Einstieg ist, dass es hier erstmal kein Durchrutschen gibt, kurz vor Handelsschluss Amerika. Und dass wir dann doch noch nach oben schießen wollen, sollen, wie auch immer. Und das hat er jetzt auch erstmal vollbracht. Und was passiert jetzt? Wir haben eine Kurslücke nach oben gesehen und aktuell stößt er sich hier den Kopf. Tun Sie sich immer am meisten einen Gefallen mit der Frage, was war in der Vergangenheit, warum ist er hier erstmal abgebrochen? Und das sehen Sie ganz gut und deswegen halte ich das ja auch so super simpel und deswegen können Sie das jetzt mal live sehen. Hier ist ein Tief gewesen, ein signifikantes Tief, zumindest gestern. Dann der Rücklauf, beziehungsweise eben die Möglichkeit, das hier wieder zu korrigieren, diese Abwärtsbewegung, eine Aufwärtskorrektur quasi zu vollführen. Und das hat aber nicht gereicht. Wir sind direkt hier an dem Widerstand. Also Achtung, Achtung, nächster Widerstand hier oben. Da sind wir dran und dann ist er hier durchgerutscht. Da haben wir noch einen super Retest gehabt. Sie sehen es, wir sind hier im 5-Minuten-Chart. Und dann ist er jetzt durch. So, hier schön durch. Das hier, da, das hier auch wieder ein Widerstand. Eine kleine V-Bewegung, eine breitere und aktuell dort. Und jetzt ist ja die Frage aller Fragen. Wir haben jetzt direkt ein Setup zur Eröffnung. Wir gehen über 234 Long. Ich nenne es nur die letzten drei Zahlen. Gehen über 234 Long. Ziel ist 279 unter anderem. Nächstes Ziel ist natürlich Kurslücke ansteuern, beziehungsweise eben den Beginn der Kurslücke 358. Und dann müssen wir mal gucken, das hier ist ein ganz kritischer Bereich beim DAX. Weil er da immer sehr gerne antäuscht. Das heißt, was macht er hier? Öfters macht er diese Kurslücke. Also entweder wir haben mehrere Optionen. Er macht sie sofort zu. So, er täuscht an. Macht der DAX ja lieben gern. Also macht sie so halber zu, triggert sie so ein bisschen und stürzt dann nach unten. Oder ganz, ganz gefährlich, gerade in der derzeitigen Situation, dieses so fast zu machen, damit quasi auch nochmal den Bären direkt ein Eigentor ins Nest legen, in dem Sinne, dass sie hier zuschlagen können, weil er es nicht mal schafft, diese Kurslücke dann zuzumachen, so ein paar Punkte vor Schluss und dann abzurauschen. Und wenn das passiert, dann kann sich tatsächlich diese Korrektur fortsetzen, weil die Bären haben dann allen Grund, nochmal oben drauf zu schlagen. Okay, soweit hoffentlich einigermaßen verständlich. Auf der Unterseite haben wir jetzt was? Wir haben hier unsere wichtige Unterstützung. Und dazwischen sind natürlich diverse Unterstützungen. Bedeutet aber, hier wäre ein Long-Einstieg denkbar. Durchaus. Und wenn er das nicht schafft, also wenn er direkt unter die 137 geht, dann haben wir hier wieder die Sachen mit der Kurslücke, diesmal auf der Unterseite. Und
Anlaufen des Unterstützungsbereichs. Jetzt haben wir verschiedene Szenarien. 5 Minuten vor Eröffnung haben wir jetzt quasi alles mal so durchgespielt, was wir durchspielen sollten, zumindest was ich immer durchspiele, damit ich hier einigermaßen in den Handel einsteigen kann. Jetzt gehen wir alle ein bisschen schnellere, kurzfristigere Zeiteinheit. Jetzt sind wir im Minutenchart, weil wir wollen den Minutenchart zur Eröffnung im Blick haben. Und ja, somit, jetzt haben wir den Nelson gar nicht gefragt, wie sein Urlaub war zum Beispiel. Jetzt müssen wir mal wieder auf die wesentlichen Sachen zurückkommen im Leben. Nelson, wie geht's dir? Wie war dein Urlaub? Wie immer zu kurz, weißt du ja, und aber sonst alles gut. Okay, sehr Wie geht's schön. dir? Ja, ganz gut. Ganz gut tatsächlich. Ja, gestern war echt anstrengend. Sehr viele Trades gemacht. Ja, also ich hoffe, mal gucken, was wir jetzt hier so rauszaubern können. Jetzt genau machen wir mal wieder den WebTrader auch auf. Ich mache halt die Analyse immer gern im TradingView, weil das Ja. echt einfach super funktioniert. Und machen wir aber direkt noch den Mini auch auf, damit wir nicht gleich so losschießen müssen. Auch wenn das Konto groß ist, mit der die Schwankungsbreite heute ist auch deutlich. Von daher Voreinstellung gehen wir jetzt hier. Wir haben ein 115.000 € Konto und ich werde hier nicht 1% Risiko gehen für einen Trade, sondern ich werde das deutlich reduzieren. Bedeutet, wenn wir jetzt hier mit bei einem Lot, also bei einem Standard-Lot bleiben, würde ich maximal 20 Punkte Stop-Loss geben. So, bleiben wir mal bei dem. Ja, Der Nelson. Christian hat eine Frage gestellt im Chat. Aha. Hast du die, kannst du das sehen oder? Ja, super. Danke für den Hinweis. Genau, kann ich sehen. Wenn du über 234 Long gehst, an welchen SL dann? Dann würde ich auch einen 20er SL nehmen. Ja, also ich würde jetzt hier nur mit 20er SL unterwegs sein. Natürlich mit der Volatilität im Hinterkopf, dass ich da ja noch einen zweiten Einstieg höchstwahrscheinlich brauchen werde. Aber ja, würde ich gerade, um dann vielleicht nochmal nachsetzen zu können. Ja. Dann haben wir noch 2 Minuten Konzentration. Mal ganz auf den Markt. Gucken wir mal. Also einen Kontrakt schon mal voreingestellt. Ich direkt dann mit 20 Punkten Stop-Loss versehen, wenn wir dann in dem Trade drin sind. Und 234 haben wir oben, 138 unten. Also müssen wir uns auf die Oberseite konzentrieren. Ich mache hier mal oben so einen Widerstand rein. Und dann gucken wir mal, was passiert. Ah, gestern war auch die Eröffnung. Noch schnell dazu, wo die Zeit gerade ist. Gestern war auch die 9-Uhr-Eröffnung ziemlich wild. Da haben wir deutliche Auf- und Abwärtsbewegungen gesehen. Mal schauen, wie es auch heute kommt. Da ist der DAX. Trading, DAX Future Trading für viel Beschäftigte, also ganz viel beschäftigt. Ganz schnell vielleicht hier was mitzunehmen, wäre natürlich eine schöne Sache. Aber schauen Ja, wir mal. da. Ich würde den, ja. Nee, zu dem Thema, wann nimmst du Gewinn mit, hat der Christian auch gerade wieder eine Frage gestellt. Ja, ich würde gerade zur Eröffnung dann den Stop-Loss erstmal dort erlassen, wo er initial ist, und dann erst nachziehen, wenn wir dann ein paar Minuten im Trade noch drin sein sollten. So, der Markt startet gleich. 138 haben wir unten. Tun wir die noch gleich rein. So, Markteröffnung, zack. Ja, hier unten auch kurzfristig mal gucken, ob wir hier, wenn wir hier nochmal so einen Tropf nach unten bekommen,
Was dann nicht noch kurzfristig wagen, direkt auf die 234 zu kommen, weil offensichtlich, ja, genau. Offensichtlich ist er da gar nicht abgeneigt. So. Ja, okay. Da warten wir jetzt. OneClick zum Glück noch nicht aktiv. Wir warten jetzt schnell auf den Rücksetzer drunter, dass wir vielleicht sogar einen Tick billiger reinkommen, wenn er jetzt nicht sofort wegrennt. Gucken wir hier übergeordnet. Wir sind drüber. Und da unten, das wäre gut gewesen. So. Gut, also wir sind drin. Jetzt, bevor er wegrennt, mal schauen. Wie gesagt, Gedanke, also absolut unproblematisch, da auch nochmal hinterher zu hüpfen, weil klar, Volatilität ist natürlich da. 20 Punkte Stop-Loss ist nicht viel. Jetzt gucken wir mal, was und wie passiert. Wir sind auf jeden Fall mal dabei. So. Kommt schon mal ganz gut. Das ist schön. Großwetterlage hier angucken. 279 ist ja ein Ziel. Ja, jetzt müsst ihr nur weiter durchziehen und nicht jetzt direkt die Korrektur vornehmen. Ja, mal 15 Fragen, ich sehe gerade keine. Alle sind ganz gespannt, wie es weitergeht. Wir sind dann gleich draußen und ich würde dann auch gleich nochmal mitgehen. Vielleicht sogar ein Tick, dass wir billiger reinkommen. Okay, sagen wir mal drin. Den SL nochmal auf die 20 Punkte entfernt. Okay, jetzt kommt die Korrektur deutlich. Macht deutlich, ich würde hier nochmal ein Buy-Stop auf der Oberseite, aber nur wenn der Trade hier im Gewinn ist, mit reinnehmen. Ansonsten, okay, sind wir auch hier rausgeflogen. Also, schön Ausbruch nach oben, haben wir jetzt gesehen. Und es kommen keine Anschlusskäufe nach. Wir haben jetzt hier diesen Trade. Die Buy-Stop liegt jetzt hier. Tue ich direkt auch schon mal mit einem Stop-Loss versehen, wenn sie dann aktiviert wird. Und auch auf der Oberseite
den nächsten Buy-Stop, wenn das Tageshoch gebrochen wird. Also dann hätten wir jetzt schon mal zwei Positionen, die wir eingehen würden, wenn der Kurs nochmal auch da hochkommen sollte. Von der Großwetterlage, was haben wir hier gesehen? Also, er ist hier rein, hat diesen Widerstand gebrochen und jetzt wieder die Frage, warum, wieso, weshalb? Hier mal eine Horizontale dran und sehen wir hier, Widerstandsbereich war das hier auf jeden Fall klar. Sehen wir auch, hätten sich natürlich gewünscht, wenn der quasi nicht. Also wenn dieser Widerstand vor noch angelaufen wird und dass der Kurs nicht direkt hier dreht, aber hat erstmal nicht sollen sein. Und dementsprechend sind jetzt hier auch direkt, oh mein History, sind jetzt hier direkt 500 € weg. Wird jetzt hier auch nochmal schauen, wenn wir jetzt hier nochmal Kurse kriegen. Auf Höhe von dieser Unterstützung. Also bei der 75, wir hier schon mal frühzeitig mit können. Nach oben haben wir diverse Ziele, wo wir dann mit einsteigen würden. Aber das ist erstmal deutlich. Also 60 Punkte sofort abverkauft. Auch wenn die 60 Punkte zur Eröffnung schneller gingen, nach oben als nach unten. Aber das ist halt der Eröffnung dann geschuldet. Aber das ist erstmal gar keine Stärke, die hier gezeigt wird. So, hier auf der Höhe könnten wir noch gucken, ob er hier anfängt zu reagieren. Bei den 73, 74, 75. Wenn das aber auch nicht hält, und dann unterhalten wir uns über die 140. Und dann stehen wir sehr nah dem Rücklauf auf den Unterstützungsbereich, den wir gestern hatten. Mal gucken, ob wir hier noch einen Einstieg kriegen. Ich sehe immer noch Potenzial auf der Oberseite. Probieren wir es. Dass er sich hier nach oben löst. Das wird dann aber auch der letzte Long Trade sein, den wir hier machen. Der muss jetzt laufen, sonst wollen wir Long nicht mehr dabei sein. Gut, haben wir sonst noch was im Chat? Nein. Stille. Alle konzentriert und sehen gespannt zu. Ja, ich bin auch ganz gespannt, ob er jetzt noch so durchrennt, aber wird schwierig. Wird schwierig. Ist doch zu deutlich, wie er da abgerauscht ist. Versucht sich jetzt hier mal so eine Unterstützung zu bauen. Also solange er nicht über die 213 ist, hat das jetzt hier erstmal nichts zu sagen. Das ist einfach nur wieder die Aufwärtskorrektur. Von daher, das ist jetzt keine große Leistung, dass er jetzt hier ein bisschen gegenditscht. Wir müssen über die 213. Vorher ist hier noch gar nichts, das heißt gewonnen, aber vorher ist das jetzt noch nichts, was jetzt irgendwie eine starke Leistung wäre.
Und Stop-Loss möchte ich noch nicht so eng nachziehen, auch wenn wir jetzt schon wieder fast 500 Euro im Gewinn sind. Das ist ja erstmal ein Verlusttrade von vorn. Würde nicht direkt abwürgen. Da oben kriegen wir dann noch mehrere Trades dazu. So, jetzt kommen wir hier ein bisschen in den Bereich und jetzt wird sich zeigen, hast du jetzt noch genug Kraft oder kommt jetzt die nächste Abwärtsbewegung? Lieber DAX. Okay. Also. Test von den 213 und direkt wieder. Ja, also, wie ich gesagt habe, die 213 sollte er rausnehmen und dieses halt mal eben, oh, ich nehme es nicht sofort raus, ist halt bei der Volatilität innerhalb von 2 Sekunden für 15 Punkte gut. Das ist halt so derzeit. Da muss man halt mit klarkommen. Schade. Müssen wir mal schauen. Komplett Kerze erstmal abverkauft. Ja, schon. Also aktuell ist es wirklich mal besser bedient, wenn man da schnell rein raus und ein paar Punkte da mitnimmt, weil es geht dann wirklich fix. Ja, die charttechnischen Marken werden wirklich super angelaufen, wie ich es ja vorher gesagt hatte, die 213. Die kommen dann, die kommen aber halt sehr schnell. Mal gucken, was er jetzt noch draus macht. Lass den Stop-Loss bewusst dort, wo er ist, wegen der Luft und weil es eh schon mit 20 Punkten Stop-Loss eh schon eng ist. Jetzt sind wir mal ein paar Punkte vorne. Wäre mir lieber, wenn er jetzt einmal durchläuft, klar. Und der Angriff auf die 213. Also bemüht ist er auf jeden Fall. Ansonsten, die Teilnehmer sind auch so still, ganz gebannt. Weil alle selber noch am Handeln sind, parallel und versuchen mir zuzuhören, oder was machen Sie denn so Spannendes? Geben Sie mir irgendwas, damit ich mich nicht so allein fühle. Das bist du definitiv nicht. Okay. Nimmst du aber auch die Einzelwerte in deine Analyse mit rein oder betrachtest du da nur den Future dann? Du meinst, also jetzt für den Eröffnungshandel meinst du, oder was? Ja. Nee, nur den Future. Nur den Future. Nur den Future. Aber klar, ansonsten, wenn jetzt Linde Quartalszahlen liefert, die halt Schwergewicht noch am meisten beim DAX verursachen können, dann habe ich das, dann weiß ich das, aber ansonsten beachte ich die Einzelwerte. Gar nicht. Jetzt sind es ja schon 40, die man beachten müsste. Es wird ja immer komplizierter, immer mehr. Aber ich habe ganz viele Einzelwerte analysiert. Also wenn Sie da Fragen haben, liebe Zuschauer. Der Christian hat wieder eine Anmerkung im Chat. Den Trade bei 210 schließen, dann bist du insgesamt im Gewinn.
Ja, insgesamt im Gewinn wäre ich nicht, weil vorhin waren ja, also 1000 Euro sind ja schon weg. Und das heißt, insgesamt im Gewinn sind wir noch lange nicht. Sind wir gerade nur 450 Euro, 400 Euro im Buchgewinn. Und wie gesagt, ich erwarte ja oben noch ein bisschen mehr, wenn es denn kommt. Aber er fängt schon wieder an, hier also zu nerven. Von daher, ja, ist natürlich die Frage, was liegt einem besser? Also ich würde halt gerne mal laufen lassen und dann noch die anderen Long Trades mitnehmen, wenn er es dann jetzt mal hinkriegt. Die Gefahr ist halt tatsächlich, je länger er hier unter den 213 rummacht, desto schöner kannst du nach unten wegknallen. Und gerade das, was wir gestern gesehen haben, gestern Abend um 21 Uhr, ist ja eigentlich wieder für gemacht, dass es nur eine Luftnummer war und dann nochmal durchgereicht wird. Aber wird sich zeigen. Auf der anderen Seite habe ich hier oben die Kurslücke, die ganz große hier oben noch, die lockt in einer Art und Weise und die einzelnen Widerstände. Und das sind halt so die zwei gegensätzlichen Sachen und letztendlich muss man sich ja dann dafür entscheiden, was versucht man davon zu handeln? Und ich würde halt jetzt gerne ein bisschen Aufwärtsbewegung noch handeln. Genau, von einem SL, nee, wir haben schon zwei verblasen. Na, mal gucken. Turnaround Tuesday. Turnaround Tuesday, ganz wichtig. Jetzt, wenn wir über die 213 knallen, dann ist das eigentlich alles schon mal ganz gut. Und ich würde jetzt noch meine Buy-Stop hier anpassen, auf die 216,50 schon. Der Stop-Loss ist dann dementsprechend auch enger. Ja, 217 sind wir jetzt. Mal gucken. So, okay. Jetzt sind wir mit zwei drin. Jetzt wird es dann langsam lustig. Sind ja schon bei 50 Euro pro Punkt mit zwei Kontrakten. Ja, kommt hoffentlich noch was nach. Ich würde jetzt insgesamt den Stop-Loss von beiden Positionen auf dasselbe Niveau setzen. Und das wären dann die 97. So, und jetzt kommt da auch keine neue Long-Position dazu. Die andere wurde im Gewinn aufgestockt. Mal gucken, was er jetzt macht. Jetzt haben wir schon 800 Euro im Gewinn. Jetzt haben wir dann bald die 1000, wenn es dann weiterläuft. Aber es geht ja jetzt auch schnell mit zwei Kontrakten in beide Richtungen. Ja, 1000 voll. Okay. Den einen würde ich schon mal einen Take Profit machen bei 15.234. Da haben wir da nämlich schon mal ein bisschen was gesichert und dann ist es auch ganz gut gelaufen. Ja, 1400 Euro Buchgewinn. Okay, schön. Ein raus, 1200 Euro hat er gebracht. Das heißt, wir sind 200 Euro vorne
selbst wenn dieser jetzt plus 1 rausfliegt. Und den machen wir jetzt nämlich auch plus 1. Das heißt, wir sind dann bei 15.219 und haben jetzt dann ganz entspannt noch Luft von 20 Punkten. Und 200 € hätten wir dann so oder so verdient. Und das ist natürlich eine ganz schöne Ausgangssituation. Hier oben kommt noch mal einer dazu. Mal gucken. Jetzt hier in den Gewinn pyramidisieren. Dann sind wir bei aktuell 1.800. Wir haben jetzt Gewinn derzeit gegen die 1.000 € Verlust. Also ein bisschen was haben wir dann verdient. Wir müssen jetzt schauen, wie macht er jetzt hier weiter? Die Analyse. Also 1.213 wurden vorhin angesagt, das ist ein wichtiger Punkt ist. Genau das hat er jetzt noch einmal großer Rücksetzer aufgrund der Volatilität der erhöhten. Dann hier auf die 195 korrigiert, dann der Durchbruch über die 214 wieder an den Widerstand dran und aktuell knapp unter dem Tageshoch. So, also von daher bin ich mit meinem Plan durchaus zufrieden. Das hat gut funktioniert. Wird jetzt nur sukzessive den Stop-Loss so ein bisschen anpassen auf die 21 jetzt. Und den hier. Und den hier und den hier und den hier. Den schmeiße ich jetzt raus. Der wäre jetzt ausgelöst worden. Den möchte ich nicht ausgelöst haben. Ich möchte jetzt erstmal hier schauen. Dann braucht das mir sonst zu viel Risiko erstmal. So, wir erhöhen den Stop-Loss. Lieber von diesem Trade hier, die 31. Da möchte ich deutlich, deutlich erwähnen jetzt. Der darf nicht mehr weiter zurückkommen. Vom Christo noch, eventuell beim nachlaufenden Hoch bei 250 Gewinne einfach mitnehmen, wenn noch ein Trade reingenommen wird. Ja, genau, klar. Ich habe mich jetzt halt dafür entschieden, den zu löschen, und dann lieber das Risiko dann strikt zu begrenzen mit dem derzeitigen Trade. Und ja, das wäre jetzt, ja, war jetzt in dem Sinne nicht die richtige Entscheidung, weil er doch halt dann deutlich jetzt hier drüber hinaus ansteigt. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, setze ich ihn jetzt sehr aggressiv, dass ich ihn ausstoppe, oder versuchen wir jetzt hier noch ein bisschen was zu. Mal gucken. Ah, okay. Also ich würde jetzt, ich mache es jetzt ganz anders. Sie sehen, ich habe den Trade sofort jetzt genommen, den Gewinn, habe die Position sofort aufgelöst und drehe jetzt die Position. Genau, so. Versuche, ja, genau das. Das ist der Plan jetzt hier. Ich versuche jetzt, die Korrektur jetzt hier mitzunehmen, also direkt ein bisschen aktiver zu sein.
Und dementsprechend haben wir hier vielleicht einen ganz guten Einstieg bekommen. Mal gucken. 278. Ne, rechts gibt's, ja genau. Rechts Ja, gibst du alles den gut. Punkt Das war ein. jetzt gerade. Ja. War jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Okay. Weil ich das noch nebenher berechnet habe. Alles gut. So, danke. Also, jetzt versuchen wir hier mal die Abwärtsbewegung zu traden. Ganz aggressiv, weil ich, auch wenn wir diesen Widerstand hier noch nicht erreicht haben, habe ich die romantische Fantasie, dass diese Aufwärtsbewegung hier erstmal nach einer Korrektur schreit. Inwiefern das hinkommt, werden wir sehen. Wir haben jetzt 2.200 Euro Gewinn realisiert, 1.000 Euro Verlust waren am Anfang da. Das heißt, 1.200 Euro Gewinn bleiben jetzt erstmal übrig. Der Trade läuft auch gut an. Da kann man auch mit zufrieden sein. Und den ziehe ich jetzt auch sofort wieder aggressiv nach. Das liegt in der Hinsicht, dass wir jetzt hier schon mal 2 Punkte auch gesichert haben. Und somit, summa summarum, genau, während ich das geschrieben habe, noch zu den Zusatztrade schon gelöscht, richtig. Ja, und somit sind wir summarum eigentlich ganz gut dabei und hätten, wenn es denn so bleibt, auch ein bisschen Geld verdient. Ja, hätte ich diesen Trade jetzt nicht gedreht, dann wäre der unser Long ausgestoppt worden, definitiv. So, das sind halt immer diese Einstiege meinerseits, komplett gegen den Trend, wo sich der eine oder andere vielleicht auch dann gefragt hat, warum macht er das jetzt? Und es gibt doch gar keine Anzeichen und von mir auch selbst diagnostiziert, ist der nächste Widerstand noch ein Stück entfernt. Nur tatsächlicherweise arbeite ich schon ein bisschen länger mit dem DAX und habe wohl offensichtlich hier auch einen Widerstand übersehen, der mir von der Bewegung schon so ein bisschen komisch vorkam, dass hier wahrscheinlich ein Abbruch stattfinden kann, den wir aber nicht eingezeichnet hatten, tatsächlich. So, ich möchte den Stop-Loss immer weiter reduzieren. Immer mehr Gewinn sichern. Die Bewegung hier runter erstmal war fast 40 Punkte. Also wunderbar. Jetzt müssen wir mal gucken, das ist halt jetzt wieder das Problem mit der Volatilität. Dass er dann halt dementsprechend auch deutlicher reagiert. Ja. Jetzt müssen wir ihn leider dann eng gehen lassen, wenn er das denn will. Mal erneuten Hoch hier auf der Ebene können wir, möchte ich nicht akzeptieren. So, dann ist er auch rausgeflogen. Und dann haben wir eine Abrechnung machen. 1025 Verlust gegen 1200. Dann sind wir bei 175.200. 1450 Euro Gewinn vor Gebühr. Erst einmal. Was jetzt aktuell bei dem Konto natürlich nur 1% entspricht, aber immerhin 1450 Euro ist gar nicht so schlecht. Vor allem, dass man ja ganz am Anfang direkt mal 1000 Euro hinten lag. Ja, das ist eigentlich so das, wie man vorgehen kann. Schauen wir mal hier, was könnte jetzt dann heute noch passieren. Aber bevor ich zu den Punkten komme, auch nochmal kurz zu meiner Webseite, dass Sie da vielleicht auch nochmal reinschauen bei mir, hartmann-kapital.de. Bei mir können Sie ja, sich ausbilden lassen, dass Sie auch eben in der Art und Weise traden, wenn Sie das dann so möchten. Gucken Sie sich das einfach mal in Ruhe an, die Seite. Also ich habe mir viel, wohl sich sehr viel Mühe gegeben mit dieser Webseite. Vielleicht dementsprechend auch ein paar Sachen für Sie, die anders sind wie bei anderen. Zum Beispiel hier meine Geschichte, wo ich das alles ein bisschen beschrieben habe, was ich in den letzten 20 Trading-Jahren so erlebt habe.
Da haben wir auch einen Link zu meinem Wikifolio. Da sehen Sie auch mein Wikifolio. Das hat, ich habe es gestern ja auch schon, ich habe Freunde schon erwähnt, das hat ein bisschen leiden müssen. Wir haben jetzt hier einen Rücklauf bei den Aktienwerten und auch bei den Scheinen gehabt. Wir sind jetzt hier nur bei 79% Gewinn. Könnte man ja auch so sehen, dass natürlich jetzt hier ein Neueinstieg durchaus Sinn machen könnte. Das geht ja auch. Von daher schauen Sie doch einfach mal auf die Seite. Die Links haben Sie hier alle auch noch was zum Thema Ausbildung, Coaching, Seminare, Mentoring, Karriere. Eine offene Stelle ist auch noch derzeit vakant und so weiter und so fort. Schauen Sie einfach mal rein, schauen Sie in mein Wikifolio rein und da finden Sie ganz viel zu mir über mich und gucken Sie auch mal bei meinem Instagram-Kanal vorbei. Auf mein Kapital, da finden Sie auch noch mal ganz viele Informationen zu mir. So, jetzt wollten wir auch weiter besprechen, was denn der DAX macht. Also den so eng abzuwürgen war die richtige Entscheidung. Na, hier einfach wieder noch der Rücklauf auf die Unterstützung bzw. auf das Tageshoch, die gebildete Unterstützung hier. Und hier geht es jetzt weiter. Nach wie vor stehen die 280 auf dem Plan. Die 360 übergeordnet. Gehen gerade nochmal in eine höhere Zeiteinheit. Die 280 übergeordnet und die 360 weiter übergeordnet. Und dann wieder das Möglichkeit der Szenarien mit dem. Mit dem Schluss der Kurslücke oder halt auch nicht. Ja, das muss man dann ganz genau betrachten, wie sich der Index hier verhält. Oder halt eben der weiteren Abwärtsbewegung. So, aus Sicht des Tagescharts, auch das nochmal für diejenigen, die ja langfristig aktiver sind, haben wir ja, ich weiß, es ist erstmal so geschaut unübersichtlich, aber wir sind es ja im Detail durchgegangen. Auf der Unterseite haben wir erstmal die 15.000 Punkte erreicht, auf der Oberseite die 15.500, ist der Widerstandsbereich. Und mit dem derzeitigen Kursverlauf von 15.250, 57 sind wir eigentlich komplett zwischen den Stühlen. Hier erreichen wir jetzt gerade die Tiefs vom Juli 2021, also hier doch dann durchaus aus der übergeordneten Sicht die Möglichkeit, hier schon abzubrechen. Und weiter oben 15.500. Ja, aber mit 257 komplett neutral in dieser Spanne. Einziges Indiz, dass es weiter nach unten gehen könnte, wäre jetzt der Abbruch hier an diesem markanten Tief. Ansonsten komplett neutral und kurzfristig immer wieder Chancen da, auf jeden Fall. Trading-Chancen da. Mal gucken, wie man die halt dann umsetzen kann. Ich denke, für den einen oder anderen ist es derzeit entspannter, nur kurzfristig im Markt aktiv zu sein, damit man eben ja nicht so viel Risiko tragen muss letztendlich. Und so lang, die Bewegungen laufen sehr schnell. Dementsprechend bietet es sich eigentlich an, kurze, schnelle Trades zu machen und davon zu profitieren. So, also Gibt das es ist eine erstmal, ja, festgelegte Zeitspanne, wo du den DAX handelst oder dass du sagst von 9 bis 11 Uhr, 12 Uhr oder ist das für dich den ganzen Tag interessant? nee, es ist nur, also größtenteils von 9 bis 9:30 Uhr interessant. Also sehr früh versuche ich schon den Handel zu beenden. Wir haben ja jetzt auch noch ein paar Minuten, aber ich sehe jetzt keine Notwendigkeit, bei dem derzeitigen Kursniveau um die Uhrzeit noch einen Trade eingehen zu müssen. Wenn jetzt natürlich wahnsinnig viel los ist, wie am Freitag oder am Montag, dann mache ich da natürlich dennoch was, aber die Möglichkeit muss ich erstmal auftun. Ansonsten, wenn ich jetzt auch damit erstmal rechne, dass die Bewegung von gestern verdaut wird, was ja oft der Fall ist, gerade dann am Dienstag oder am nächsten Tag eben, dann
halte ich mich da auch dementsprechend dann wie gewohnt zurück und sage dann auch ab 9:30, okay, Eröffnung, hast du getradet, hast versucht, was mitzunehmen, hat geklappt oder halt auch nicht geklappt und dann ist auch schon wieder gut. Also das ist dementsprechend dieser Titel von dieser Serie hier, DAX Future Trading für Vielbeschäftigte, das ist ja auch tatsächlich Programm, weil wir genau das, was wir heute machen wollen, dass wir da ein bisschen, ein paar hundert Euro, also da 1400 Euro haben wir jetzt ja dann verdient. Das ist ja wunderbar. Und genauso sollte es halt eigentlich dann sein. Und dann ist ja eigentlich auch erstmal, für den Tag kann man auch erstmal zufrieden sein. Meine Meinung. Da ist eine Frage reingekommen von Patrick. Ja, welche Indikatoren bieten sich zur Einstiegsbestätigung? Also, ich bin ein großer Fan von dem, großer Fan, jetzt habe ich das gesagt, großer Fan von den Indikatoren. Okay, ich nehme es zurück. Also, am meisten Sinn macht tatsächlich, mit wenig Indikatoren ja zusammenzuarbeiten, haben wir beispielsweise wahrscheinlich bekannt, diese Moving Average Strategien mit diversen Einstellungen, die wir da nehmen können. So, mal grundsätzlich, weil ich auch ja, was heißt, Fan ist jetzt zu viel, aber ich finde den Indikator einfach gut und das ist der Ichimoku Kinko Hyo Indikator. So, den sollte man sich wirklich mal angucken und jetzt nicht in seiner Unendlichkeit der Möglichkeiten, die man da hat im Trading, sondern einfach, um das ganz standardmäßig mit dieser Wolke abzugleichen. Das ist immer eine ganz gute Sache. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo wir denn das hier haben. Da ist er. Genau, also Standardeinstellung lassen wir mal so drin. Lassen wir mal in die Wolke rangehen. Das ein bisschen ändern können. Muss auf Indikatoren gehen, rechter Mausklick und dann genau auf Indikatoren. So, danke. Ich bin mit MetaTrader. Das ist immer. So, nee, also Standardeinstellungen hätte ich jetzt. Ich wollte eigentlich nur grafisch nochmal die Wolke hier so ein bisschen hervorheben, aber ich hoffe, Sie können es dennoch einigermaßen sehen. Ich möchte jetzt hier nicht auf Tenkan-Sen und so weiter und diese ganzen Fachbegriffe hier eingehen und Senkospan etc. Also braucht man nicht, aber einfach sich mal so ein bisschen an diese Wolke zu orientieren, die als Widerstand und Unterstützung genutzt wird, werden kann. Allein das ist schon mal vernünftig grundsätzlich. Also das mit auf dem Schirm zu haben. Und das sehen Sie hier in Rot gestrichelt. Dieser Durchbruch über die Wolke, dann gilt die Wolke als Unterstützung. Hier, also wenn wir das mal jetzt ein bisschen weiter verfolgen, war das ja ganz gut. Hier unten hätte man dann auch einen super Einstieg bekommen. So, dann klar, wie es halt so oft ist, mit dem Docht der Kerze ging es mal so ein bisschen drüber. Der Kerzenkörper ist aber in dem Unterstützungsbereich drin und so weiter und so fort und immer wieder über der Wolke. Also das ist mit Sicherheit nicht verkehrt, damit so ein bisschen Abgleich zu machen. Also lieber Patrick, Ichimoku Kinko Hyo habe ich hier auch ein Buch liegen von der lieben Karin Roller. Genau, bei der bin ich auch am, ja, hier VTAD-Werbung, genau, Freitag, Freitag sage ich schon. Donnerstag, Stuttgart, VTAD-Vortrag, Vereinigung Technischer Analysten Deutschlands. Da bin ich ja stellvertretender Regionalmanager und da ist mal endlich wieder ein Vortrag und da ist ja natürlich die Karin Roller als Regionalmanagerin und die hat ja dieses Buch über diesen Indikator geschrieben und sich da wahnsinnig ins Zeug gelegt, dass der überhaupt nach Deutschland kommt. Und ja, das ist ein schöner Indikator. Wenn man das auch mal ganz simpel nur mit Unterstützung und Widerstände ausgehend von der Wolke sich anguckt.
So, lieber DAX, was machst du? Willst du das jetzt wirklich wagen, ein neues Tageshoch zu machen? Offensichtlich. Hat noch Lust. Hat noch Lust, hat er geschafft, zumindest kurz. Und gucken, dass er sich dann nicht die Füße verbrennt. Ja, ich bin jetzt hier schon wieder auf Short gedrillt. Nehmen wir noch einen. Nehmen wir noch einen. Nehmen wir noch einen. Ja, einen kleinen nehmen wir noch. Auf der Höhe von dem Widerstand nehmen wir noch einen kleinen. Habe ich mich verdrückt? Oh, ich habe keine Verbindung mehr, kann das sein? Also wir hören dich Oh, noch gut. okay. Jetzt, der kam aber ein bisschen verzögert rein. Okay, also nehmen wir noch. Es hakt aber tatsächlich ein bisschen. Also ein bisschen was würde ich jetzt hier noch riskieren, aber auch keine 20 Punkte mehr, sondern auch nur 10. Und das kann dann dementsprechend auch ein ganz schnelles Spiel sein. Jetzt sind wir schon kurz vorm Ausstoppen. So, und da fliegt er dann auch. Gleich. Also hier so ein bisschen, hier oben können wir uns sich da mal umgucken, weil wir stehen eben knapp davor. Ich möchte jetzt nicht noch 20 Punkte Stop-Loss geben. 10er müsste jetzt hier reichen oder halt auch nicht. Ist dann auch der letzte Trade. Erstmal hier mit 1200 € Gewinn rausgekommen an dem Dienstag, dann ist es auch okay. So, zack. Ist schon rausgeflogen. Und ja. Oh, mehr habe ich dazu jetzt auch erstmal nicht beizutragen. Ich denke, da sind wir auch ganz gut durchgekommen. Ja, liegen in der Lieber Zeit ganz gut. 19. Genau, immer ganz gut. Und ja, wo habe eigentlich alles? Genau, jetzt sind wir punktgenau an dem Widerstand. Ja, also da könnte man auch noch mal gucken, ja, ob man nicht doch noch, aber ich möchte jetzt nicht mehr. 1200 € Gewinn reicht. Ich möchte jetzt hier nicht noch groß rummachen. Mit dem Gewinn. Das ist absolut in Ordnung und ich hoffe, dass Sie da heute ein bisschen was lernen konnten oder dass das für Sie ganz informativ war und Sie da ein bisschen Einblick bekommen haben, was man wie wo machen kann, gerade so zur Eröffnung, was ja so mit die spannendste Phase beim DAX ist am Tag. Und ja, würde mich freuen, wenn Sie dann bald mal wieder reinschauen. Ja, vielleicht kannst du ja noch deine Links in den Chat reinkopieren, wer Interesse hat, eine Ausbildung bei dir zu machen Klar. oder für weitere Informationen, dass man das auch noch mitnehmen kann. Klar. Das mache ich. So, da haben Sie das. Dann kriegen Sie noch diesen Link hier, um beim Wiki nochmal reinzugucken. So. Perfekt. Okay, super, genau. Also informieren Sie sich, oh, komm, wenn wir schon dabei sind, Instagram direkt noch hinterher. Ja, haben wir soweit alles. Perfekt. Dann, ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank auch an Nels natürlich für die tolle Moderation. Und dann wünsche ich Ihnen noch einen guten Tag. Kommen Sie gut durch. Und wir haben ja noch glücklicherweise ein paar Termine vor uns. Dann sehen, hören wir uns hoffentlich bald wieder. Ja, super. Vielen, vielen Dank. Du siehst ja auch schon das Feedback hier im Chat. Sehr positiv will ich mich da anschließen.
wünsche dir und natürlich allen Teilnehmern noch einen erfolgreichen Handelstag, noch eine erfolgreiche Woche. Würde mich natürlich auch freuen, wenn Sie dann nächstes Mal wieder dabei sind. Und bis dahin passen Sie auf Ihre Positionen auf und sehr gerne bis zum nächsten Mal. Also einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss.